Hallo, Halli hier und willkommen zurück bei Dwarf Fortress und dem Gemetzel hier. Das ist ja... Gut, jetzt erstmal aufräumen, Konzentration. Erstmal, haben die Squads alle Befehl? Nein, haben sie nicht. Die laufen also gleich wieder zurück. Geklärt. Einheiten. Wie viele Invader sind noch da? Gar keine? Irritierend. Ich dachte, wir hätten noch einige hier gehabt. Ich lasse es gleich erstmal ein bisschen laufen. Vielleicht tauchen wir dann... Alarm ist noch an. Wenn ich den Alarm jetzt ausstelle, laufen die alle wieder oben rum und wollen vor allem erstmal... Ist das jetzt... So, inaktiv. Inaktiv. So, jetzt müsste das funktionieren. Ich bin mit diesen... So, das ist suspended. Inaktiv. Damit wir das jetzt... Oh, jetzt aber... Die Mauer muss hier fertig werden. Ab dann brauchen wir hier keinen Alarm mehr. Allein wenn die Teile schon fertig sind, brauchen wir schon keinen... Dann können die hier unten in Ruhe weiterarbeiten. So, hier oben ist erstmal inaktiv. Der ist suspended. Okay. Ich habe die alle suspended, ne? Na dann. So. Das habe ich ja gut hingekriegt, ne? Ja, ich und mein Englisch und mein Missverständnis von den Arbeiten hier. Habe ich die alle oder wurden die aufgrund des Angriffs? Ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass ich wirklich... Ja, okay, ich kann es mir doch vorstellen. Ich kenne mich. So. Jetzt sind die alle nur inaktiv, das heißt, jetzt müssten die auch dann gebaut werden. Okay, Mauer-Thematik abgehakt. So, nächste Baustelle ist, wie viele Särge haben wir denn noch theoretisch frei? Viel zu wenig für das, was draußen noch rumliegt. BN, haben wir noch welche? Nein, haben wir nicht. Okay. UMQ. Rock. Coffin. Machen wir 30. Die 30 liegen so circa oder 20 liegen draußen, aber die müssen ja auch, ne? Schon mal in Voraus. Oh, Steine sind da. Krankenhaus ist voll. Welch Wunder. So, das haben wir. Ich würde ja gerne die Brücke runterlassen. Ja, haben wir. Nahrung geht runter, Trinken geht hoch. Okay. Wir haben jetzt Mitte Frühling. Ende Frühling kommen, glaube ich, die Menschen. Und wahrscheinlich dann wieder ein Ambush. Ach Mist, mir fällt das bestimmt ein. Ich habe die paar Leute noch nicht umbenannt, ne? Natürlich nicht. Weil ich jetzt gerade eine Pause hatte. Ich habe da gerade gar nicht dran gedacht. Es haben aber ein paar von den neuen überlegt. Überlegen hätten die auch können, ne? Vor allem, ich glaube, es haben gerade die neuen überlebt, wie es so aussieht. Und ein Großteil unserer alten Leute sind gestorben, die schon ein bisschen länger hier sind. Falsch rum auf alle Fälle. So, okay. Das wollte ich nicht... Fleisch haben wir, Fisch haben wir, Pflanzen haben wir. Warum haben wir dann ein Nahrungsmittelproblem? Renderfett. Und nein, du sollst hier Essen herstellen. Wir brauchen nicht so viel Fett. Okay, euch müsste ich eigentlich auch noch irgendwie mal umbringen. Das ist aber dann eher für ein bisschen später. So, okay, erstmal kurz laufen lassen. Gucken. Was wird denn hier, ne? So, Canceled Stockpile Item in. Okay, kommt nicht ran an die Teile, weil wir ja noch Alarm wahrscheinlich anhaben. Der fehlt seit einer Woche. Ja, du bist nicht der Einzige, der seit einer Woche vermisst wird. Okay, nächstes Problem, was mir jetzt gerade wieder einfällt und worauf Sumi mich auch berechtigt hingewiesen hat, ist
Unsere Zwerge sind höchstwahrscheinlich unglaublich missgelaunt. Wir können ja mal bei unserem Armor reingucken. Achso, V. So, dann war's Enter. Oh ne, ihr fein. Ihr geht's fein? Okay. Weil wir können ja mal nach einem unserer Krieger gucken. Zum Beispiel dem Warrior. Dem wird's, glaube ich. Der hat doch bestimmt einiges mitgemacht bisher. Auch fein. Seltsam. Die müssten doch eigentlich alle unglaublich missgelaunt. Wie ist denn mit den Neuankömmlingen? Die haben doch die Hälfte ihrer Leute verloren. Happy. Das gibt's doch nicht. 20 tote Zwerge und den Leuten geht's blendend. Was ist denn hier der Hauler? Der hat doch bestimmt irgendwo Leichenteile weggeräumt, während sie überrannt wurden. Has been quite content lately. He made a friend. Ah, das ist schön. Freunde sind immer gut. He has lost einen... er hat seinen Vater verloren. Er hat in einem brauchbaren Raum geschlafen. Ne? Deswegen müssen wir die Räume nochmal überarbeiten, wo sie schlafen. Er wurde von der Sonne gestört, weil er lauft nicht draußen rum. Das ist mir egal. Ne, er hat in einem legendären Dining Room gegessen. Das ist seltsam, weil den haben wir noch gar nicht wirklich aufgearbeitet. Der soll nämlich auch noch geschliffen und nachher verziert werden. He had a wonderful drink. Ja, unser Bruder macht gute Arbeit. He was pleased to have been able to give somebody water. Okay, er hat jemandem Wasser gegeben. Also ab und zu versorgt er auch die Kranken. Er hat was Gutes getrunken. Da wurde das Trinken wieder schlechter. Er hat mit seiner Mutter gesprochen. Ja, guck mal, die lebt noch. He admired a fine table. Er hat einen schönen Tisch gesessen, ist schön. Satisfied at work. Was hat er denn bei der Arbeit angestellt? Ich weiß das gerade nicht. Meine Vokabeln. Ich muss wieder Vokabeln lernen. Das habe ich seit ewigen Zeiten nicht, seit über 10 Jahren. So, müsste ich mal wieder. He was caught in the rain. Und dann hat er noch im Regen gestanden. Ja, das ist doof. Er ist sogar feier, seine Frau scheint wenigstens noch zu leben. Naja, gut. Also dem geht's ja, so mittelmäßig. Ne, Vater verloren, aber einen Freund gefunden. Das gleicht sich nicht ganz so aus. Hier, was ist mit dem? Er ist auch glücklich. Okay, es sieht doch nicht ganz so schlimm aus, wie ich dachte. Ich hatte auch vermutet, dass innerhalb der nächsten 10 Minuten alle hier in Tantrum schmeißen und wildmeucheln durch die Gegend ziehen. Gerade bei den Soldaten ist das eine gute Möglichkeit, was passieren könnte. Egal, wir brauchen jetzt erst einmal. Ich würde nämlich gern smoosen. So, wir smoosen jetzt erst einmal die Dining Hall, damit die noch legendärer wird. Ich weiß gar nicht, ob das noch was bringt, ist oder ob es überhaupt höher als legendär geht, weiß ich gar nicht. Wir werden es herausfinden. So, einmal komplett die Wände hier. Ah gut, dann kriegen unsere Arbeiter hier bei den Schmieden auch nochmal was Schönes. Freuen sie sich drüber. Bei den Särgen wird es auch ein bisschen schöner, weil ich jetzt hier, die teilen sich ja die Wand. So. Ich hätte oben einmal klicken sollen. So, daher haben die auf alle Fälle, sind die gut beschäftigt. Dann sollen die mal alles machen. Ich glaube, wir haben 2 Engraver, die werden danach auf alle Fälle Vollskill haben, kann man sich nicht beschweren. So, außer die Engraver sind tot, dann passiert hier gar nichts. Das werden wir dann sehen. Und wenn wir schon mal hier dabei sind, dann kann der Gang hier auch schön werden, ne? Also, so. Warte mal, einmal möchte ich noch gern auflösen, weil unsere Miner kriegen jetzt auch eine Beschäftigung. Die hatten wir ja schon. So. Langer Gang einmal. Ich drücke mal zu spät. So. Jetzt, die können sich ja die Außenwand danach auch teilen. 3. Bitte. Also, 3. Das ist jetzt einmal nur schon mal zum Gucken, dass wir das hier irgendwie... Ne, hier wird dann nächste Wohntrakt dann entstehen. Ich weiß nicht, wir werden die 10 auf der anderen Seite glaube ich nicht hinkriegen. Dafür ist der Platz zu schmal. Mal gucken. 1, 2, 3, ja nur 4. Naja gut, halbsymmetrisch, ne? Können wir bei den nächsten Gängen dann auf alle Fälle machen, dass wir hier vielleicht nochmal 50 nachher reinkriegen oder 60. Dann kriegen die alle ihren eigenen Raum. Da werden wir uns dann drum kümmern.
nicht mit ihren Wunschmöbeln, das ist dann ein bisschen zu übertrieben, das herauszufinden, welcher Zwerg ist jetzt in welchem Zimmer, weil ich werde ihn nicht direkt zuweisen, ich werde einen Raum freigeben und der Erste, der da hinkommt, der schnappt sich den und ist dann für immer sein Raum. Und dann muss man irgendwann mal sozusagen die ganzen Räume durchgehen. Wer schläft denn hier? Aha, was mag denn der? Achso, dieses Holz, dann kriegt der auch ein solches Bett. Und das, ist dann sehr viel Arbeit. So, die arbeiten da. Jetzt können wir nochmal runtergehen. Nee, hoch. Jetzt bin ich hochgegangen statt runter. Nächstes Moment. Ich werde jetzt, da es ja so aussieht, als hätten wir jetzt keine Gegner hier, außer dass unser Mace Dwarf und Hammer Dwarfs hier untot durch die Gegend laufen. Wer stellt denn jetzt nochmal diese Gedenktafeln her? Warte mal. UMQ. Slap, ne? Nee. War es nicht Slap? Nee. Ja. Wie hießen die? Wenn ich das jetzt noch wüsste. Es gibt Gedenktafeln. Das heißt, wenn ein Geist rumläuft, ne? Also Geister tauchen halt auf, wenn jemand gestorben ist, aber kein Grab hat oder nicht beerdigt wurde. Also auch wenn er irgendwo auf einem Stockpile rumliegt und dort vor sich hin monat, kommt, soweit ich weiß, auch kein Geist. Aber egal. Und wie gesagt, die brauchen dann so. Da, Slap. Es gibt auch Slaps. Ja. Nochmal. A und Slap. Bauen wir mal. Ich hab's mit P. Wollte ich es mit P schreiben? Habe ich deswegen den Fehler gemacht? Ich weiß es gar nicht. Wir machen. Achso. A. So, bauen wir mal einfach mal 10 Slaps. Oder 9, 2, 4, 6, 8, 10. Doch, 10 Stück passen in der Reihe. Das ist schon wieder ewig her, sicher, ne? Also, ne. Ne. Ich wollte schon wieder die Zeit laufen, weiterlaufen lassen. Wir brauchen jetzt nämlich. Warte mal, das. Wofür war der Hebel nochmal? Ach ja, für den nicht existenten Floodgate, ne? Genau. Add Shift P. So, lass die Brücke runter. S-A-M. Ich werde den einen hier trotzdem jetzt hier hinstellen. Der soll aufpassen. Und dann brauchen wir noch. Ach ja, M. Nein, nicht so. M-A und den Alarm erstmal wieder aus. Brücke runter. Alles einsammeln. D, B. Alles einsammeln, was ihr hier irgendwie finden könnt. Hier liegen auch Kisten rum und was weiß ich was. So. Riesiges. Ich dachte gerade, ich sehe da doch jemanden stehen. Das ist aber ein Zwerg. Erstmal das riesige Areal hier. Ihr dürft hier alles einsammeln. Ach, das ist zu groß. Dann machen wir es von hier sozusagen nochmal. Achso, den Wechsel von der Kartenansicht, den macht er, glaube ich, nicht mit beim Einsammeln von Sachen. So, jetzt müsste zumindest ein Großteil des Zeugs, das hier draußen rumliegt, eingesammelt sein. Hier oben, das ist weg. Hier liegt ja auch noch was. Hier hat es ja auch zumindest einen erwischt. Den können wir auch einfach mal, machen wir auch wieder großflächig. Ja, so. Ah, nein, den Seitenwechsel darf ich nicht mitnehmen. Ja. Machen wir es so. Dann müsste. Oder? Versuch's nochmal. So. Okay. So, jetzt müssten wir auf alle Fälle erstmal Eidlass, haben wir trotzdem noch 4. Das verstehe ich gerade nicht, aber ist mir egal. Puh. Wir haben jetzt auf alle Fälle. Mir passiert gerade gar nichts. Noch einmal gucken. Asas, noch keine Invader in der Anzeige. Draußen laufen 2 Zwerge rum, die nichts zu tun haben. Die Armee kommt. Und die Zwerge kommen. Die Brücke ist unten. Und war Moment. Ist das falsch angeschlossen? Kann das sein? Habe ich die an den falschen Hebel gesetzt? Oder war das Floodgate vorhin auch schon unten? Aber ich muss das nochmal abbauen. Ich bin gerade total irritiert. So, Floodgate. Nochmal abbauen. Und dann nochmal gucken. Gut, der baut anscheinend eine Straße oder das Floodgate ab. Das weiß ich jetzt gerade noch nicht.
Das wird jetzt wahrscheinlich wieder suspended sein. Was machst du da? Was macht ihr hier? Ihr sollt arbeiten. Die Pfeile runter zeigen, aber eigentlich, dass es denen nicht gut geht, ne? So, kann ich mir die, so und, nee. Kann ich da irgendwie gucken, wie es dem geht? Erstmal trägt er ganz viele Trollklamotten, der Gerugon. Und nicht seine Rüstung. Hm? Warum trägst du keine Rüstung? Ach so, das sind die Sachen, die unter ihm liegen. Ich wollte sagen, die sind nämlich auch noch verboten. Huch, wo bin ich denn jetzt drauf gekommen? Ist egal, wir können ja mal gucken, wie geht's den Gerugon. Unhappy, oh ja. Er hat ohne einen schönen Raum geschlafen. Er hat einen Freund verloren. Er ist sauer wegen einer langen Patrouille. Er hat in einem legendären Futtersaal gegessen. Er war im Regen. Das ist ja ganz schlimm. Er war in der Schlachterei beteiligt. Ja, ja, mit dem Gemetzel da draußen. Ne? Hier war. Das solltest du aber abkönnen. Du bist Guardleader. Ja, er wurde von der Sonne, ne? Die Marker wohl auch nicht. Minor Injuries. Und er hatte kleine Verletzungen. Ja, kein Wunder, dass es dir nicht gut geht. Aber können wir aber nochmal. V, Gerugon, komm mal her. Was für Wunden hast denn du? Ach, die linke Hand. Du sollst sie nicht so anstellen. Okay, da anscheinend gar kein Gegner gerade da ist. M-A-O, die brauchen wirklich mal eine Pause. Glaube ich. Also gönnen wir die denen auch. Gut, sollen die hier alle erstmal langlaufen? Die sollen das Floodgate abbauen. Genau, dann können die jetzt da lang. Dann laufen die nicht mehr immer dieses Loch. Da muss irgendwann einmal die Wand reingesetzt werden. Und dann läuft das schon, hoffe ich. Auf alle Fälle gucken wir uns das in der nächsten Folge an, ob das wirklich läuft. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zusehen. Bis denn. Tschüss.